Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Australian Open 1990, zum Höhepunkt, nämlich zum Endspiel der Herren zwischen Ivan Lendl und dem Schweden Stefan Edberg. Es wird ein wenig dauern, bis das dieses Endspiel beginnt. Normalerweise hat man gesagt, hier Ortszeit 14 Uhr, hier bei uns haben wir jetzt eine Minute vor 14 Uhr, aber wie es so schön heißt in der offiziellen Auslegung, nicht vor 14 Uhr. Denn das Damen-Doppelfinale wurde gespielt und es ist justament vor 30 Sekunden zu Ende gegangen. Das bedeutet, dass jetzt eine kleine Pause entstehen wird. Das heißt, eine Siegerehrung wird gezeigt werden. Man wird danach eine gewisse Pause einlegen, bevor dann Ivan Lendl und Stefan Edberg auf den Platz kommen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden Ihnen in einigen Minuten die entscheidenden Szenen vom Damen-Doppel nachliefern. Danach, denke ich, wenn wir einfach ein bisschen bei der Siegerehrung bleiben. Und daran anschließend kommen wir hierher zurück ins Studio. Wir überbrücken die Zeit ein wenig, bis das Herren-Endspiel beginnt. So werden wir es machen. Und ich höre jetzt gerade aus der Regie schon mal, dass mein Kollege Gerd Schepanski bereit ist, die ganz kurze Aufzeichnung vom Damendoppel zu kommentieren. Wir gehen mal gerade rüber zum Center Court. Tiebreak, zweiter Satz und im Vordergrund Patty Fendick, die ja auch im Einzel gegen Steffi Graf gespielt hatte, eine gute Partie abgeliefert hat, hat Aufschlag. Patty Fendick spielt gemeinsam mit Mary Jo Fernandes, die gestern im Einzelfinale gegen Steffi verloren hat, und auf der gegenüberliegenden Seite auch dort eine Gegnerin von Steffi aus dem Einzel, links Helena Suková und ihre Partnerin Jana Novotná, die beiden aus der CSSR. Sie merken es an der Reaktion von Jana Novotná. Die beiden Tschechoslowakinnen hatten hier schon Angstmomente zu überstehen. Sie hat den ersten Satz 7-6 im Tiebreak gewonnen, kein einziges Break. Dann lagen Novotná und Suková 4-2 im zweiten Satz vorn. Es gab Rebreak, Helena Suková verlor ihr Aufschlagspiel. Dann bei 4-5 sogar zweimal Satzball für Fernandes und Fendick. Und jetzt also Tiebreak, zweiter Satz, 1-0 für Novotná, die Aufschlag hat, und ihre Partnerin Suková. 1 beide. Jana Novotná und Helena Suková spielen seit etwa 18 Monaten zusammen Doppel. Helena Suková war ja früher die Dauerpartnerin von Claudia Kode-Kilsch, aber vor den Olympischen Sommerspielen in Seoul hat man in der Tschechoslowakei darauf Wert gelegt, dass es ein medaillenverdächtiges Doppel geben solle. 2-1 Fendick Fernandes. Gute Reaktion von Mary Jo Fernandes vorne am Netz. 2-1 also, ein kleines Break zugunsten von Mary Jo Fernandes und Patty Fendick. Fendick Fernandes. Etwa eine Stunde und 40 Minuten zu diesem Zeitpunkt gespielt. Diesmal mit etwas mehr Fortune vorne am Netz den Punkt gemacht. 3-2 Fendick Fernandes. 3-2 für Patty Fendick und Mary Jo Fernandes, die es ihr zweites Turnier zusammen bestreiten. Three all. Drei beide, 6 Punkte gespielt und damit also Seitenwechsel. Ja, die beiden Fernandes und Fendick sind mehr eine Zufallskombination.
Auch Mary Jo Fernandes hat ja im letzten Sommer und Herbst noch unter anderem auch mit Claudia Kote-Kilsch gespielt. Diese beiden Damen hier im Vordergrund, die jetzt bei 3-3 Aufschlag haben, nämlich Helena Suková und Jana Novotná, sind routiniert. Sie sind die amtierenden Wimbledon-Sieger, Siegerinnen, richtiger gesagt. Jana Novotná will da vorne alles machen, alles allein machen. Sie hat heute das richtige Hemd an, etwas zugeknöpft, denn es ist nicht besonders warm, etwa 20 Grad nur. Ein wolkiger Himmel. Es soll vielleicht auch im Laufe des heutigen Nachmittags hier ein bisschen Regen geben. Da haben wir Vater Fernandes, der dabei ist, diese großen Momente seiner Tochter gestern hier zum ersten Mal im Einzel im Grand Slam Finale gegen Steffi, heute im Doppel im Finale, dabei ist, diese großen Momente festzuhalten. 5-4 für, ich glaube, das konnte man von vornherein sagen, die Außenseiterinnen, Mary Jo und Patty, die beiden Amerikanerinnen. Six, four, damit erneut Satzbälle für Fendik Fernandes, Satzbälle Nummer 3 und 4. Six, five, Fendik Fernandes. Jana Novotná war ja eigentlich für Steffi im Einzel fürs Viertelfinale bestimmt, aber sie hat verloren gegen Patty Fendik. Eine Spielerin, die der Steffi nicht so liegt. Auch zweiter Satzball abgewehrt, 6-6. Viermal also die Chance für Fendik und Fernandes, Satzgleichstand sich zu besorgen. Sechs beide also im zweiten Satz. Aufschlag Fernandes. Wird als Fehler gegeben. Konnte man diskutieren. Gut gedacht von Patty Fendik. 7-6 also jetzt für Jana Novotná und Helena Suková und damit erster Matchball nach einer Stunde und 43 Minuten. Championship Point, Meisterschaftspunkt. Return ins Netz und damit also doch nach 4 abgewehrten Satzbällen das Match für Suková und Novotná. Mit 2x7-6 werden sie hier die Meisterinnen im Damendoppel. Zu Uli ins Studio. So, danke schön, Gerd Einstweilen, für das kurze Auffüllen. Wir werden gleich nochmal auf dieses Damendoppel zurückkommen, weil wir vorhaben, Ihnen auch etwas von der Siegerehrung zu zeigen. Die ist nämlich jetzt zwischenzeitlich gelaufen, in der wir Ihnen die Aufzeichnung gezeigt haben. Nun haben wir wiederum die Siegerehrung aufgezeichnet und werden die gleich nachschicken. Das ist eine ganz schöne Aufzeichnerei. Die Zeit zu überbrücken fällt uns jetzt überhaupt nicht schwer. Ich habe es Ihnen in den Tagen von Melbourne häufiger mal gesagt, wir wollen Sie auch ein wenig daran teilhaben lassen, was wir hier so erleben, was wir so mitmachen und erleben dürfen. Und wir haben, ich glaube, vorgestern ein Fußballspiel ausgemacht, hier zwischen den Leuten von RTL Plus und den Mitarbeitern der deutschen
Presse. Da hat zum Beispiel mitgespielt ein Kollege namens Robert Lübbenhoff, den kennen Sie vielleicht alle, der schreibt für Express und für die AZ. Und der Kollege von der Bild-Zeitung hat natürlich mitgespielt. Es war ein sehr, sehr dramatisches Spiel und wir wollen Ihnen die Höhepunkte aus diesem Spiel zeigen. Aber gleich vorweg, zunächst einmal im Mittelpunkt dieses Berichts natürlich mein Kollege Gerd Schipanski. Und gleich zu Beginn die stärksten Szenen von Gerd Schipanski. Unglaublich, wie leicht und locker er immer wieder die Bierdose zum Munde führte. Keinerlei Konditionsprobleme bei Gerd. Die RTL-Plus-Mannschaft, sehr souverän in der Abwehr, Torhüter Andreas Schnabel strahlte Ruhe aus und vom Gegner weit und breit keine Spur. Ein dichtes Abwehrbollwerk hielt die Presseauswahl vom Tor der RTL-Plus-Mannschaft weit entfernt. Diese Szenen sind ungeschnitten. Auf der anderen Seite Wilfried Mohren mit einem Traumtor, das 1:0 für RTL+. Die zwei Fans, die extra aus Deutschland angereist waren, sie flippten schier aus vor Begeisterung. Noch einmal diese herrliche Aktion in der Wiederholung. Bernd Sürken hatte gar Zeit, um ein paar Lockerungsübungen zu machen. Dann wiederum eine Szene ungeschnitten. Der Sturmwirbel vom RTL+. Pfad, Schipanski, auch Potowski bietet sich an in der Mitte. Verzweifelt ringt er um das Leder, kommt an den Ball. Und die Mannschaft der Presseauswahl weiß sich kein anderes Mittel, als den Ball einfach fortzuschlagen. Sehr undiszipliniert das Spiel dieser Mannschaft. Schmittenbecher von der Bild-Zeitung sehen Sie hier. Er hat sogar ganz kurz in die Kamera hineingelächelt. Er geht auf unseren Regisseur zu, auf Volker Weicker. Dann die Flanke nach rechts außen, ein Australier, ein geliehener Spieler, versucht es mit einem Schuss, aber Andreas Schnabel, ich sagte es schon, er strahlte einfach die nötige Ruhe aus. Und hier abermals eine gewesen wäre. Also man soll ja nicht lügen. In Wirklichkeit haben die Kollegen von der Presse 8:4 gewonnen. Wann hat eine RTL-Plus-Fußballmannschaft auch schon mal gewonnen? Ernüchternd das Ganze. So, wir können jetzt wieder rübergeben auf den Center Court, denn wir haben die Siegerehrung, wie gesagt, für Sie mitgeschnitten. Und Gerd, der gerade noch so in Topform Fußball spielte, wird Ihnen sagen, was da passierte. Hier haben wir die unterlegenen Spielerin, Mary-Jo Fernandes. Und jetzt auch Patty Fendick, etwas kleiner als ihre Partnerin, aber mit Hut auch ein Stückchen größer geworden. Und wieder Vater José Fernandes dabei, diesen Moment festzuhalten. Ja, auch die Dankesworte wie immer und Glückwünsche an die Siegerin dieses Doppels. Sie sagt, dass sie eigentlich hier mit jemand anderem Doppel spielen wollte und sollte, aber da ist Patty dann dazugekommen und das sei ja so schlecht dann auch nicht gegangen. Ähnliche Dankesworte wie gestern auch an die Familie noch einmal. Vater José, wie gesagt, ist mit dabei hier und das ist sie, Patty Fendick. Und jetzt die Gewinnerinnen, Jana Novotná und Helena Suková. Auch diese beiden müssen die kleine Treppe, die da angestellt worden ist, natürlich während des Spiels nicht dort stehen kann, hinaufgehen, um den Scheck in Höhe von 60.500 US-Dollar für beide, das müssen sie sich teilen, entgegenzunehmen. Und dann auch den
Doppelpokal. Das Original bleibt natürlich hier im Lande in Melbourne. In der Stadt, in der seit 1972 die Australian Open permanent ausgetragen werden. Früher war das ja eine Wandermeisterschaft. Da wurde in Sydney gespielt, in Brisbane, in Adelaide, mal in Melbourne. Und jetzt auch diese typisch australischen Hüte, zu denen man hier sehr, sehr viele Menschen antrifft. Allerdings, wenn man sich so etwas kauft, hier aufsetzt, da geht's. Aber spätestens bei der Ankunft in Frankfurt, da fühlt man sich doch ein bisschen unwohl. Beiden bedanken sich bei sich gegenseitig. Und auch nette Worte für die Unterlegenen, heute Unterlegenen, Nareggio Fernandes und Paddy Fendick. So, das war die Siegerehrung. Ich darf Ihnen sagen, hier auf dem Platz ist man dabei, alles vorzubereiten, um das Herren-Einzelfinale, den Abschluss dieser Meisterschaften dann beginnen zu können. Vorerst wieder zu Uli ins Studio. Ja, das wird noch etwas dauern. Ich sagte es Ihnen, das Damen-Doppel hat fast genau bis um 4 Uhr deutscher Zeit in der Nacht gedauert. Und deshalb jetzt noch die Siegerehrung. Jetzt werden da noch einige Vorbereitungen getroffen. Aber wir sind dann.